Komm schon. Abmarsch. Die Jagd ist erreicht. Wieder eine Kerbe mehr. Schlaf schön. Dos Vidalia. Schlaf schön. Mitten ins Schwarz. Ja, genau, so barrikadiert. Mhm. Ja, ich sehe ihn. Ja, ist die beste Lösung, ist klar. So viele Ziele, so wenig Zeit. Einsatzziel erreicht. Ach, du hast da oben deine Baracken und ich hier unten, okay. Bin unterwegs. Neues Einsatzziel erhalten. Neue 5 Flak-Trooper. Oh, Kinderjause. Wenn man die Shift-Taste gedrückt hält und anklickt, baut er automatisch 5 Einheiten. Ja, wie beim anderen. Ja. Flak-Truppe meldet sich zum Dienst. Die Flaks würde ich übrigens an der Stelle, wo kann ich hier Markierungen senden, verdammt. Genau vor der Baracke stehen lassen. Da kommen nämlich dann gleich die Flugeinheiten drüber. Flak-Truppe meldet sich zum Dienst. Pack ich sie in eine Baracke sogar rein. Flak-Truppe meldet sich zum Dienst. Wie lautet Ihr Befehl? Natascha Volkova. Grüße aus dem Reich der aufgehenden Sonne. Wie heißt er? Ich bin Commander Kenji Tensei und es wird mir ein großes Vergnügen bereiten, Ihre Stadt in Schutt und Asche zu legen. Ich mag die Co-Commander von den Russen am liebsten. Nettes Visier, hm? Ach du Schande. Muss ich das Ding tragen? Ich finde immer Leute. Los geht's. Ich könnte jetzt doch deine Flaks hier unten kurz brauchen. Gleich kommt noch mehr. Ich hatte nicht gedacht, dass die Helis hier unten reinkommen und die Tsunami-Panzer. Okay, Natascha zerredet. Danke vielmals. Wir müssen übrigens diese Festung beschützen, also. Also, Festung. Diese Kapelle da in der Mitte. Aber das sieht ganz gut aus, für das, dass es schwer ist. Panzer haben wir noch immer bei 80, okay, 79. Ich glaube, gleich kommen die von Norden auch rein. Wie lautet Ihr Befehl? Okay, jetzt sind die bei mir erst wieder. Na los, bleib mal! Luftunterstützung, los! Warten Sie, bis ich die Ketten los bin! Schlimmer als im Gulag! Verfüttern wir ihn an die Würmer! Sonst noch was? Gleich kommt noch mehr. Ich hasse diese Lufteinheiten. Das sind nämlich auch diese Chopper VX, die auch zu dem Mech VX werden können. Ja. Hier wird schon 2 Einheiten auf Veteranenstatus. Das ist dieser Stern bei dem Symbol, wenn man sieht. Okay, alle 3. Ja, hab ich auch an. Dann machen die, also die anderen Aufstufungen sind ziemlich irrelevant, aber wenn sie dann wirklich den Veteranenstatus erreichen, sind die verdammt mächtig. Okay, wir können jetzt Rekruten ausheben, also den Flak-Trooper. Man sollte aber ganz dringend Rekruten ausheben, weil da kommen auch Fußsoldaten jetzt. Und wir haben nur eine Tasche. Verdammt, die greifen die... Verdammt! Verdammten Chopper! Okay, nur noch 33%, schon langsam sollten wir was unternehmen. Soll er irgendwie reparieren? Nein, leider. Wir haben leider keine Ingenieure. Ausbildung abgeschlossen! Angriff! Ist es Zeit? Der Mantel ist schön! Für Mütterchen Russland! Ausbildung abgeschlossen! Wo will denn Natascha hin, verdammt? Okay, die Festung haben wir geschützt. Jetzt kommt gleich der Gegenangriff. Soll ich irgendwas machen? Ups, ich spoilere. Entschuldigung. Seien Sie nicht so zufrieden mit sich selbst. Der richtige Angriff kommt noch früh genug. Das Reich hat mit dem Angriff auf die Eremitage begonnen.
Sie enthält überaus bedeutende Schätze unserer Geschichte. Wenn wir sie retten, geben wir dem russischen Volk neue Hoffnung in dieser dunklen Stunde. Oh, so düster. Neues Bonusziel erhalten. Wohin sonst gehen? Ich kriege immer, was ich will. Müssen wir jetzt die Festung überhaupt noch beschützen? Nein. Du hast jetzt einen Bullfrog bekommen. Da kannst du immer 5 Infanterieeinheiten reinpflanzen. Und dann rüberschießen. Ja. Mit der Spezialfähigkeit. Und dann direkt wir die nächsten holen. Genau. Ich bin hier, wie Sie befehlen. Bullfrog-Transporter? Du brauchst gar nicht so weit rüberfahren, die können vom Strand aus schon rübergeschossen werden. Einfach mit der Spezialfähigkeit F da rüberschießen. Heute werden viele sterben. Soll ich irgendwas machen? Potter steht bereit. Gut, bereit machen. Der Mantel ist schön. Jawohl. Wohin sonst gehen? Sie wollen mich fertig machen. Die Yacht ist eröffnet. Natascha ist schon fleißig am Werken. Der geht auf mich. Mitten ins Schwarze. Komm, komm. Das war's. Rekrut hier. Zeige in die Gegend. Jetzt schon? Bonusziel erreicht. Sagen Sie mir, wo Sie sind. Rekrut meldet sich zu. Sie haben die Eremitage gerettet. Das wird unser Volk mit neuer Hoffnung erfüllen. Aber noch ist kein Grund zum Feiern, denn wenn die Festung fällt, ist alles umsonst gewesen. Ah, okay, jetzt müssen wir wieder zurück. Aber du müsstest eigentlich auch irgendwo einen Bullfrog haben. Wie geht's? Wie steht's? Oder? Okay. Bin unterwegs. Wenn nicht, kannst du meinen, glaube ich, auch benutzen. Ich glaube, du kannst zu meinem auch rein, oder? Kannst du hier einsteigen bei meinem? Was soll ich tun? Ich schau sofort, warte. Ja, sehr gut. Ich schieß dich rüber. Gut, jo. Bereit machen. Die nächsten rein, genau. Bullfrog klärt auf, schieß gleich rüber. Okay, ist fast aufgeladen. Okay, die werden rübergeschossen. Und der letzte noch. Ich zeige Ihnen die Gegend. Rekrut meldet sich zum Dienst. Rekrut ist kampfbereit. Da ist dann noch eine Einheit drüben, die solltest du dir sagen, in den Bullfrog einladen. Rekrut hier. Ab jetzt geht's. Lädst du bitte deine letzte Einheit an? Danke. Die Festung wird angegriffen. Die Truppen des Reichs nähern sich auf den Kanälen von allen Seiten. Die Festung darf keinesfalls fallen, Genosse. Britische Einheit wird angegriffen. Ich würde sagen, ein paar Einheiten in die Gebäude rein und sonst... Ach du Schande, Kriegsschiffe. Die kann ich mit der Tasche ausschalten, das ist kein Problem. Jetzt zeigen Sie doch mal, wie Sie sich gegen die Schlachtschiffe des Tenos behaupten. Schlachtschiffe machen wir keine Sorgen, ganz ehrlich. Die hole ich mir mit Natascha. Die Südflanke wird von meinen Einheiten gedeft. Und weiß ich, packst du die anderen zwei alleine? Ich kümmere mich um die Schlachtschiffe. Okay. Du hast jetzt Natascha, geht mir nicht drauf. Weil Natascha kann diese Luftangriffe anfordern. Ich habe alle 4 Gebäude komplett besetzt. Okay, ich habe am Südeingang habe ich noch die ganze restliche Armee stehen. Der ist auch gedeft. Wir stellen Ihnen unsere gesamten finanziellen Reserven zur Verfügung. Setzen Sie sie klug ein. Ausbildung. Ich bilde jetzt auch noch ein paar Truppen dazu aus. Also um den Südeingang brauchst du dir keine Sorgen machen. Ich roste nicht, wenn ich nass werde. Den Nordeingang sichere ich jetzt auch. Ja, von einer Natascha geht's aber nicht gut. Ich sehe es. Verdammte Panzer. Bin unterwegs. Lass mich nicht draufgehen. Ja, geht. Stehe unter schwerem Beschuss. Helfen Sie mir. Ja, geht weiter. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ausbildung abgeschlossen. Ich habe auch Ihre Spezialfähigkeit nicht. Das ist fies. Wir haben jetzt Zugriff auf unsere neue Waffe. Den Magnetsatelliten. Na, dieser endlich. Orbitalmagnet, müssen Sie wissen, komm, kann schon auf ein einzelnes Fahrzeug ausgerichtet werden. Setzen Sie ihn klug ein. Nein, Natascha, gib mir drauf, glaube ich. Öffnen Sie das Geheimprotokoll und wählen Sie den Magnetsatelliten aus. Wird Natascha verletzt, bilden Sie sie in der Kaserne erneut aus. Ach so, ich kann in der Kaserne neu ausbilden, na dann. Magnetsatellit bereit.
Das ist auch so toll, das ist eine einzigartige Einheit, aber man kann sie neu ausbilden. Ja, die einzigartige Natascha. Okay, aber ich habe jetzt zwei Schlachtschiffe da aufgehoben mit dem Magnetsatelliten. Natascha wieder, der Magnetsatellit braucht so lange. Aber zum Glück kostet mir die Nachbildung hier nichts, normalerweise kostet die 3000. Natascha hier, haben Sie eine Liste für mich? Abgebrochen. Aber es hat natürlich wieder null Erfahrung. Die Jagd geht weiter. Was soll ich tun? Die Jagdtruppe meldet sich zum Dienst. Wann immer Sie bereit sind, gehe zum Angriff über. Wie sieht's bei dir aus? Einheit verloren. Ja, ich halte mich. Ich bin wunderprächtig. Unser Verbündeter hat angegriffen. Ich hab's nächste Schlachtschiff. Komm schon. Jawohl. Ja, ich sehe ihn. Schon wieder so verdammte Panzer. Ich brauch den Magnetsatellit, verdammt. Okay, Natascha, vergiss dich. Er kommt nicht weit. Bereit. Jawohl. Ich liebe diesen Magnetsatelliten, echt, das ist... Vor allem, wenn man dann den mit dem Schrottschauer auch freigeschalten hat, also im Prinzip das genaue Gegenteil. Das ist erst der Anfang. Sie werden mich bald wiedersehen mit den anderen Führern des Shogunats. Dann werden genau diese Fahrzeuge und Schiffe, die man da raufgesaugt hat, auch mit runtergeworfen. Sind richtig cool. Wie geht's weiter? So ein nettes kleines Gimmick. Die Festung steht noch und Leningrad ist gerettet. Ausgezeichnete Arbeit. Der Premier wird sehr erfreut darüber sein. Ja, ich würde sagen, obwohl schwer, haben wir uns sehr gut gehalten. Ich bin ja so stolz. Ja, Festung 24 von 100, aber ja. Alles fürs Mütterchen Russland. Genau. Genau 10 Minuten, naja. Okay, weiter geht's. Krasner 45, Fahrrad. Bereit? Ja. Gut, packen wir. Wirklich beeindruckend, Kommandant. Sie sind gut und sehr erfinderisch. Ja, aber Leningrad war leider nur ein Ablenkungsmanöver, um unsere Truppen vom eigentlichen Angriffsziel abzuziehen. Vielleicht sind Ihre Bemühungen beim nächsten Mal ja weniger sinnlos. General, eine wichtige Nachricht. Es kommen kaiserliche Truppen auf Moskau zu. Gerade nähern sie sich unserer alten Satellitenbasis bei Krasna 45. Krasna 45? Wir müssen versuchen, die Anlage gegen sie zu verwenden. Sehen Sie, Kommandant. Während sie sich versteckt haben hinter den Barrikaden von Leningrad, ist der Feind tief in unser Mutterland vorgestoßen, sozusagen ungehindert. Es wird Zeit, Rückgrat zu beweisen. Stellen Sie sich unserem Feind. Stoppen Sie ihn, bevor unsere Stadt eingenommen wird. Sollten die Truppen des Reichs Moskau erreichen, ist alles verloren. Wir werden die Anlage in Krasna 45 einsetzen, um sie abzufangen. Obwohl sich dort Landstreicher breit gemacht haben, ist die Startrampe in Krasna 45 noch funktionsfähig. General Krukow meint, dass wir sie gegen den Feind einsetzen können, sobald der Satellit im Orbit ist. Viel Glück. Juhu, es geht auf den Jahrmarkt. die Mission ist echt hart. Ich glaube, das tust du jetzt, Natascha. Also, jedenfalls, wer den General jetzt aus dem Video nicht leiden kann, glaub mir, er entwickelt später noch eine große Sympathie für ihn. Okay, ich gehe mal weiter zur Besprechung. Schlagen Sie die Invasoren aus Krasna 45 zurück. Ihre Befehle lauten wie folgt. Den 30 Sekunden hier da. Moment. Jo. Halten Sie nach sowjetischen Kriegsgefangenen Ausschau. Ja gut, wir sehen jetzt hier noch das genaue Briefing, bis Rambo alias Dark Gaming wieder da ist. Und ja. Abwarten. 30 Sekunden sind ja nicht die Welt. Ja, währenddessen gleich ein kleiner Aufruf, schreibt mir eure Meinung dazu. Ich bin ja leidenschaftlicher Stratege und Adventure-Spieler und also Action-Adventure, Action-Rollenspiel in die Richtung.
andere Projekte, die ich da jetzt ja schon gemacht habe, auch dienen hauptsächlich der Belustigung der breiten Massen. Lustig gesagt. Ja, welcome back. Ja, danke. Ja, und wie gerade eben gesagt, schreibt mir einfach eure Meinung zu diesem neuen Let's Play. Sei es jetzt in die Comments oder per PN oder auf meinem Blog, ist ganz egal. Und ja, bin schon gespannt.